Moin Moin zusammen und willkommen hier zurück zu einer neuen Folge ARK und Hiro und Anni sind auch wieder mit am Start. Hallöchen. Ein herzliches Hallo und ihr solltet euch beeilen. Richtig was los heute hier bei uns in der Folge, denn wir haben ein bisschen was. Ja, ich kann doch nicht schneller fliegen. Karlchen ist ein bisschen langsam unterwegs. Aber nichtsdestotrotz, also der Stego sind endlich fast fertig. Den hole ich gleich mal ab. Luna ist am Start gleich. Die möchte unbedingt Biberbabys bekommen. Ja, wäre auch schlecht, wenn es drin bleibt. Ja. Oder ein Bonto-Baby. Wäre auch schlecht. Und der Diplodocus hat ganz gut gefressen. Ja, das stimmt. Wir haben natürlich herausgefunden, dass man nicht unbedingt in der Nähe rumtonen sollte, damit der schneller frisst. Irgendwie, keine Ahnung. Warum der Stego muss nur noch einmal essen. Der hat gerade gegessen. Also wenn ihr gleich da seid, soll ich schon mal die Spikes abbauen? Ja, oder? die mach ich schon mal weg. Und nicht selber rein. Ich finde das hier noch. Nee. Was findest du denn noch? Ein Weg. Einfach am Ufer lang. Du musst einfach nur gerade rüberfliegen, mehr oder weniger. So. So, hier ist der Riesenbaum. Da unten ist das Gehege. Super gefunden. Ja, perfekt. Ich weiß gar nicht, was ihr habt. Ach, bei dem Riesenbaum ist, ne? Genau, genau. Und dann einfach rechts davon. Und dann ist der nämlich gleich fertig hier, der Stego. Einmal muss er noch fressen. Karlchen ist schon mal hier. Muss er ein bisschen schneller abbauen jetzt, sonst rennt er gleich rein. Ja, ist okay. Besonders, wenn er dir folgt. Ja. Dann helfe ich dir mal kurz mit. Ja, er hat gegessen. Ah ne, dann muss er doch noch einmal essen. Okay. Und noch einmal. Und noch einmal. Und nee, noch einmal. Nee, und ein Löffelchen für Mama. Was ist mit dem Para hier los? Also ich bin zu weit. Du bist zu weit. Oh. Ja, aber wahrscheinlich hat Tiro einen anderen Riesenbaum gesehen. Da ist im Wasser, oder da sind im Wasser so drei Pflanzen. Die gucken so ein bisschen raus, oder vier. Das ist einfach im Prinzip an der Bucht direkt gerade rüber von der Insel im Wasser. Ich flieg mal kurz hoch, vielleicht sehe ich ja hier oben. Bin ein bisschen langsam gerade. Hiro? Nee, das bist du nicht. Das ist ein wilder Pteranodon. Schade. Komm jetzt, futter mal hier, Freundchen. Ein wilder Pteranodon, ich sehe einen. Ich sehe sogar zwei hier. Warte mal, bist du das? Nee, das bist du nicht. Na los jetzt, friss doch mal. Ah, dann krieg ich es halt nicht mehr, das ist ja auch Wurst. Ach, schade. Boah, du kommst tatsächlich noch. Ach, da sind, glaube ich, die drei Pflanzen. Ja, und die hängen im Wasser so komisch. Ja. Der Stego ist schon aufgestanden, toll. Ich hab's auch verpasst. Großartig. Ja, es tut mir leid. Ganz gut. Macht nix, macht nix. War ja nicht der Erste. Okay, ich guck mal nebenher, ob ich hier noch ein Lystrotierchen finde. Ey, wir müssen zurück. Hier wird nicht geguckt. Stimmt, hier müssen zur Luna. Ja, du weißt doch, wie schnell das geht. Ja, mit Luna, na eben. Ach, Moment. Da ist noch ein... Das ist ein Junge. Okay. Dann komme ich ja schon zurück. Ja, nachdem wir jetzt rausgefunden haben, wie schnell das mit dem Diplodocus geht im Passiv-Themen, dann haben wir uns gedacht, okay, wir nehmen jetzt mal dann direkt noch ein Weibchen demnächst dazu, aber ein höheres, damit die einfach dann auch relativ schnell und eine gute Stats schon haben, die auch relativ schnell unterwegs sind, dass man einfach so ein bisschen mehr auf Speed leveln kann und sowas und nicht irgendwie noch ständig Ausdauer und so ein Kram noch holen muss. Einfach so ein bisschen Zeug halt dazu quasi. Das stimmt. Das sollte ganz gut passen. Hier war zwar noch eins unterwegs, aber das war Level 8, das ist ein bisschen niedrig, finde ich. Also Level 8, da kommt ja nichts Bescheids bei raus. Das bricht ja zusammen, wenn wir uns zu dritt da drauf hocken oder so. Wenn wir dann irgendwie Partygäste haben, die alle volltrunken da drauf rumtun, nee, das wird dann kommt nichts. Das Tierchen nicht voran. Das macht das keinen Zehnte Sinn. Der Zehnte wäre ein bisschen viel, glaube ich. Ja. Aber naja, warum eigentlich nicht? Ne? Wäre ja trotzdem lustig. Irgendwie so Partybus-Style. Man bräuchte noch so ein Dreisitzer-Flugtier oder so. Also richtig mit Sattel quasi und nicht einfach nur so halt wie beim Quetzeln in der Plattform oder sowas. Richtig so zum Reinsetzen in Sattel oder sowas. Wie man sich das so vorstellt bei einem Motorrad, so mit so einem Beiwagen. So, ich bin auch gleich wieder da. Oh, der steht draußen. Was? Wie hat das denn gemacht? Ist ja krass. Ja, aber nicht, dass da jetzt irgendwas ankommt. Ach du Scheiße. Die Base lädt heute mal wieder sehr langsam nach. Ist natürlich krass, ne? Siehst du mal, wenn man nicht hinguckt, die machen sonst was. Wer hat der sich denn da rausgeturnt? Mission Impossible hier. Da sind auf jeden Fall ganz viele Wölfe. Ich muss mal ganz kurz einen Rex holen. Ja. Bevor die da zu weit runterkommen. Wäre ungünstig. Das wäre wirklich ungünstig, jetzt wo der fast fertig ist. Ja, dann mach mal. Na, ich bin ja auch gleich da. Schnell, oh, ja. Iris. Lauf. Iris, mach schnell. Machst du erst Tor zu? Naja, ich komme raus. Gleich. Ich komme mal kurz zurück. Wölfe. Ach krass, ja, ich komme mit Valkyrion auch mal rum. Sehr will hier Spannung auf dem letzten Meter. Oh Mann, ich bin überladen.
Ja, aber das ist schnell erledigt hier. Einmal durchgepflügt hier. So, jetzt müssen wir natürlich aufpassen, dass wir ihn nicht versehentlich anhauen. So, mal schnell zum Schrank. Komm mal hier rüber, ob hier noch was ist. So, komm mal her. Ja, der jetzt irgendwie... okay, er frisst. So, einmal muss er noch. Hol schnell zu Luna. Gott, das ist wieder stressig heute, aber wirklich. Freunde. So, schnell gucken. Luna? Die Hebamme ist unterwegs. Ja, super, aber nicht du, oder was? Was? Ich bin doch unterwegs. Ja, du lässt die Kinder vor und schlägst die. Guck mir das Baby dann an. Oh, aber das braune ein Stückchen. Das schlüpft, ne, es dauert wirklich noch ein bisschen. Da kann man ja auch irgendwie den... Dass er jetzt angegriffen wird oder so. Fertig machen. Naja, wir können ja... Also kannst du mal kurz ein Stück weggehen, vielleicht frisst er dann gleich wieder. Also zweimal muss der noch essen, oder? Einmal. Einmal? Na, ich komm rum. Ich guck mir das auch schnell an. Luna hat noch Zeit. Ich bin mal ein Stückchen weg. Hier ist ein Rex. Mal gucken. Nicht, dass es der Rex ist. Oh, der eine, ja. Nee, Level 8. Na dran. Ist das der Rex? Ja, und der wurde nur viel größer verkauft. Ja, ich fliege ja auch so ein bisschen in der Nähe und guck mal. Boah, ey, also, ne? Wir brauchen dringend hier irgendwie einen Stall. Ja. Und hat er Hunger oder hat er noch nicht? Ich guck gleich mal. Dann sag Bescheid, wenn du ihn fütterst. Naja, ja, nicht, ich... dass du irgendwas... Gebt gleich Bescheid. Bin gespannt. Und das hier drüben. Boah, jetzt habe ich mir erschrocken. Hiro, du mit Eris, ey. Ich dachte, da kommt ein Rex angepäst, ja. Angesprintet. Alter. Die sind doch nicht so schnell unterwegs. Er hat Hunger. Er hat Hunger. Oh Gott, wir müssen hin. Ja, dann. Go. Jo, hau rein. Ihr seid schon da. Okay, sehr schön. Ja, jawohl. Diplodocus. Level 107. Ist das jetzt das neue Sturmtaxi? Geil. Das ist der Sturmbus. Gut, 26.000. Was? Echt so ein verfressenes Ding. War das nicht mal irgendwo anders drauf? Der hat aber schon gut Lebenspunkt. 26.000 Food. Alter, der... Keine Ahnung. Nicht übertrieben. Der wird niemals verhungern. Wahrscheinlich nicht. Ein Jahr nicht füttern und dann... Genau. Weiß er nicht. Ja, von wegen. Hier so ein bisschen abgemagerte alte Knochen. Komm mit hier, Freundchen. Jetzt brauchen wir natürlich einen neuen Sattel, ne? Ja, das stimmt. Alter, guck mal, jetzt rennt er los. Da vorne hat er so rumgetrödelt und jetzt pässt er los. Ja, Luna brauche ich noch ein bisschen. Ich baue einen neuen Sattel. Ja, ich guck mal kurz, was wir brauchen. Ich glaube, der speichert gerade, ja? Ja. Jetzt cool. Oh. Ein Diplodocus-Sattel. Boah, Alter, jetzt hat er mich gerade mal hier so ein bisschen eingeklemmt. Komm mal ran hier. Ja, es ist drinne. Diplo. Also, sieht schon ein bisschen merkwürdig aus. Die rennen so ein bisschen komisch irgendwie, muss ich sagen. Aber trotzdem irgendwie... Irgendwie sind die schon cool, muss ich sagen. Also. Die Diplodocusse. 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 Ja. So, wie soll denn der heißen? Na, auch wieder was mit Sturm. Wäre ja ganz schön. Warum, was habe ich damals gesagt, warum wir den nicht wie genannt haben? Ich weiß nicht. Vielleicht ist es jetzt ein Sturmbus? Ja, eben, Sturmbus. Sturmbus klingt aber ein bisschen blöd. Dann halt, ein Sturm. Na, Flieger ist es ja nicht, das fliegt nee. Ja nicht. Wir lassen das mal kurz sacken. Wir können das mal sacken. Wir können uns gleich noch überlegen, denn wir müssen erstmal nach Luna gucken. Ja, die braucht noch. Ich war gerade da. Die ist noch nicht so schnell. Meine, die fühlt sich auch schon voll gestresst. Oder wahrscheinlich sind wir gestresst und die ist ganz ruhig. Ganz entspannt. Ja, wahrscheinlich wirklich. Oh, sieht noch ganz entspannt aus. Ja. Hallo? Hallo? No. Ja, ne? Nuff, nuff. Ach, die sind schon putzig aus. Das Fell sieht so flauschig aus. Aber da sieht man halt, dass eigentlich das andere ihre echte Farbe ist, oder? Ja. War sie nicht eigentlich mal... Haben die anderen sie geschrubbt, sag mal? Nee, sie war nicht hinten lila. Sie war auch hinten... Oben der Streifen war auch lila. Ja, die haben auf jeden Fall dran rumgemalt. Sieht man ja. Ist nicht mehr perfekt voll gemalt. Toll, Luna. Ja, und in die Augen haben sie auch wieder gemalt. Mann, ey. Luna, der brennt doch im Auge. Angeblich war das schon so. Das glaube ich aber nicht. Wenn man einmal nicht überprüfen im Pinsel? Ja, eigentlich müsste man mal so ein bisschen... Ne, ich habe einen Pinsel, ich komme gleich mal raus. Moment. Ich frage, ob ich dann Luna auch wieder lila mache. Kurz vor der Geburt hier. Nochmal anmalen. Ja, noch einmal, weiß ich nicht, sieht das Baby völlig anders aus. Kommt ja mal ein schwarzes Baby raus oder so. Regenbogenfarben. Ja, genau. Ein regenbogenfarbenes Baby. Oh, das würde schon mal cool aussehen. Wieder Durst und Hunger. Ja, wie immer. So.
So, ein bisschen dauert das ja noch. Dann kann ich ja das Kibbel noch mal wegbringen. So, wie willst du jetzt heißen hier, sag mal? In die Augen, ey. Das geht so nicht. Wie will denn der heißen? Ich weiß nicht, wie der heißen Sturmläufer. Will. Sturmläufer? Sturmläufer? Sturm... Tiro? Irgendwelche Ideen? Wünsche? Anmerkungen? Für das Baby jetzt? Oder? Nee, für den Diplo. Für den Diplo. Ach so. Also irgendwas mit Sturm, ja? Du kannst was anderes vorschlagen. Ich habe Luna jetzt mal ganz kurz komplett entfärbt. Und färbt die jetzt nochmal ein bisschen anders. Ja, du kannst jetzt mal warten, bis das Baby geschlüpft ist. Es geht doch schnell hier. Nee, es geht nicht schnell. Nein, doch nicht so. Bist du irre? Nicht? Nein, hallo. Doch nicht so krass lila. Ja, dann hole ich halt ein anderes lila. Bitte dezent lila, wenn dann überhaupt. So nicht so, weiß ich nicht, wie ein Farbtopf gefallen. Du musst ja nicht gleich dir nachmalen oder mir so. Mir nachmalen? Ich sehe auch nicht aus wie ein Farbtopf gefallen. Natürlich. Immer, wo denn? Alles hier wegwerfen. Ja, direkt auf Luna rauf, Hiro. Du bist so ein Banause, ey. Direkt mal den ganzen Müll auf Luna draufgeschmissen. So. Ey. Doch nicht alles auf Luna drauf, Mensch. Das liegt doch alles auf dir drauf. Nein. Ja, das sieht bei jedem immer ein bisschen anders aus. Ist voll draufgefallen. Das geht doch nicht, Hiro. So, ich komm mal raus. Du bist doch nicht auf Papa geworden, oder? Nee. Ja, merkt man. Ja, toll, Obelix gepiekt. Ja, super. Obelix, Heumisch. Stell dich mal vor die Säule hier, bitte. So. Wirft ganz knapp an dir vorbei. Naja, klar. Ja, perfekt. Wo schießt du denn hin? Ja, ganz knapp vorbei, ja. Von wegen. Gut getroffen, glaube ich. Man sieht die auch gar nicht. Guck mal. Ja, der steckt mir zum Kopf, oder was? Ja, aber der andere da nicht. Kann man die wieder aufsammeln, Tatsache. So, geht gleich los hier, Luna. Ja, sehr schön. Nochmal die Nägel machen vorher. So. Die das war übrigens, 2 Minuten schon weg. Ja, das war übrigens kein Lila, was Luna da hatte. Das war Marineblau. Oder Navyblau. Oh, Navyblau, ja. Irgendwas. Navy, ja. So, ich guck mal ganz kurz. Mensch, wir haben so viele Galibimus-Eier. Sehr schön. Ja, sehr gut. Ein Para-Ei. Was wir dann brauchen, sind auf jeden Fall Lystro-Eier. Wir brauchen nämlich noch, wie gesagt, Sturmtaxi 2. Wie heißt denn er jetzt? Ich weiß nicht. Der Sturmläufer Sturm. Klingt eigentlich Sturmi. Ganz gut. Oder nur Sturmi. Stormy. Stürmchen. Hero of the Storm. Hero of my Storm. Ne? Oh ja, Plakat. Das stimmt. Das stimmt allerdings. Das war auch sehr cool. So. Luna fühlt sich bestimmt ein bisschen bedrängt. Ja, wenn alle hier sind. Ja, besonders, weil du ja gerade wieder rumspringst mit dem Pinsel in der Hand. Nee, aber ich mach sie doch nur wieder und. So, pass mal auf. Also, wie heißt er jetzt? Stormy. Stormy. Stormy ist gut. Hat Sturmtaxi eigentlich schon einen Grabstein? Nein. Mario, du musst dich beeilen. Ja, Moment. Stormy. Stormy oder Stormy, ja. Hat so ein bisschen, naja, wie gesagt, so ein bisschen, finde ich, so Iron Man Färbung. Ein bisschen mehr Rotton. Und das unten das Beige so nicht ganz so beige. Das Beige nicht ganz so beige. Ja, dann Iron Man. Eindeutig. So. Doch, Mr. Stark nennen können. Mr. Stark? Das stimmt allerdings. Oh, Luna ist gleich soweit. Oh Gott. Oder Sturm-Toni. Sturm-Toni klingt... Oh ja, das nehmen wir. Sturm-Toni? So, Luna. Können wir da gleich umbenennen, Sturm-Toni. Jetzt hören wir auf, die Kleine mit dem Pinsel zu verprügeln. Ich will dann nur schnell hier das Schwänzchen noch bemalen und dann... Guck, die ganze, der Müll ist pünktlich. Wie hast du denn gemalt, ey? Was denn? Wer denn? Dilettantisch wie immer. Da fehlt ein Streifen. Wo denn? Auf dem Rücken. Was hast du denn gemacht, sag mal, die Kleine? Ach so, ey, weißt du, im Kreißsaal wirst du vollgeschmiert von irgendwelchen Leuten. Von irgendwelchen Leuten, ja, ja. Von der Hebamme. Mama Anni. Ja, echt mal. Da wirst du im Kreißsaal vollgeschmiert. So, jetzt pass mal auf hier, Luna. Der Balken ist, glaube ich, voll. Nee, noch nicht ganz voll, glaube ich. Nee, noch nicht ganz voll. Alle gucken ihr wieder unter das Röckchen. Ja. Ich nicht, ich warte hier oben. Mensch.
Ja, bis jetzt gerade. So, Daumen drücken, dass es Mehrlinge werden. Ich hätte gern drei. Was. Drei? Ja, gönn drei kleine Biberbabys. Nein, für jeden eins. Oh ja. Ich hätte gerne vier. Zum Knuddeln und Lieben. Vier, Hiro will gleich wieder mehr. So, Luna. Drei Biber und ein Dodo. Das wäre krank, wenn auf einmal ein Dodo rauskommt. Wir haben übrigens seit Ewigkeiten. Wir haben übrigens nur einmal Dodo-Babys gehabt. Oder eins. Und Speedy. Das ist Ewigkeiten her. Das nee, müssen wir auf jeden Fall mal machen. Nee, Speedy ist er nicht. Wie ist er? Tweety. Tweety. Tweety, nicht Speedy. Ja, das Speedy war unser Pteranodon. So. Auf dem alten Server. Wie sieht's denn aus? Dafür brauchen wir dann aber erst den Schrein. Damit, das wir, damit die Götter uns Zwillinge. Gewogen sind. Ja. So. Na los, Luna. Komm, du schaffst es. Boah, da fehlt aber nichts mehr. Muss da jetzt langsam mal. Eigentlich, ne? Luna, komm. Einmal pressen noch. Ach, Luna, ich habe deine Nase gar nicht angemalt. Wahrscheinlich dauert es deswegen noch. Toll. Pinsel in die Nase gesteckt, ja, super. Nein, mache ich jetzt nicht. Luna, das kann warten. Aber Luna, Maus. Los. Boah, weißt du, wirst du echt hier die ganze Zeit so belagert von irgendwelchen Leuten, ne? Willst du in Ruhe dein Kind bekommen? Ja, wir können auch weggucken. Bitte, wenn wir uns alle umdrehen, dann kommt. Jetzt! Ja, das ist ein einzelnes. 173er! Oh, nee. Ey, bleib mal hier, Freund. Ach, süß. Oh, es hat es schon gekackt? Nein. Aber guck dir mal die Farbe an, das sieht ja mal geil aus. Es ist ein Mädchen. Ach, süß. Hallo! So, hat jemand Bären? Nein. Moment. Scheiße. Ich gehe welche holen. Ja, meine. Ich renne doch schon. Kind. Mann, hier bei Luna sind aber echt. Naja, warum denn auch, ne? Ach, komm. Ja, dieser Maßstab, ey. So süß. Das ist so echt Wahnsinn. Oh. Hat so die Färbung von Papa, ein bisschen. Hm. Den Streifen von Mama und das, die Fellfarbe, die restliche vom Papa. Das stimmt. Ach, süß. So, Luna, jetzt kriegst du auch dein Näschen wieder. Oh, oh. So ein Zwergenbiber. Ja, die sehen echt goldig aus, ey. Und jetzt regnet es. Und es fängt an zu regnen. Und der Kleine erstmal voll geregnet. Gleich mal dran gewöhnen. Obwohl, so ein Biber, der mag ja Wasser. Ja, eben. Ach, stell dir mal vor, die ersten Schwimmausflüge. Guck mal, also der möchte in 3 Stunden möchte der mal betütelt werden. Oh, die Kleine. Once care in 3 hours. Ach geil, und dann kann man in 3 Stunden dann einfach mal irgendwas mitmachen. Ja. Das haben wir ja noch nicht ausprobiert. Wir wissen ja noch gar nicht, wie das geht. Aber das, dann gibt's Bonus, oder was? Ich habe keine Ahnung, was da genau passiert. Also aber man irgendwas kann die dann irgendwie ein bisschen spaßen. Müssen wir dann wohl mal gucken, irgendwie. Ja. Was für eine komische ID dahinter. Imprinting 0% raised by Mario. Hm. Sample ID, das ist einfach nur halt, keine Ahnung. Wir haben ja auch eine ID, unsere Spezies-ID. In dem komischen Implantat, aber das ist was neu, haben. Dass das dabei steht, ne? Aber das ist, naja, klar, das ist halt von diesem Breeding Mechanics 2. Ja. Wobei meine ID, das ist ja meine ID von meinem Implantat. Hm. Oder habt ihr die gleiche? Ne, ihr habt nicht die gleiche, ne? Warte mal. Moment. Nee, haben wir nicht. Ich habe eine 9. Warum? Ich habe eine 4 hinten. Ja, und das ist, Sample ID ist meine. Hm. Dann wahrscheinlich, keine Ahnung, weil du das imprint. Genau, weil du das geprintet hast. Ich habe keine Ahnung, was Imprinting hier in dem Fall bedeutet. 0%. Na, einfach wahrscheinlich den Namen vergeben oder das erste Mal halt. Da steht irgendwie. 0%. Also Namen vergeben ist ja nichts mit irgendwie. Macht man einmal fertig. Wer weiß. Wer weiß. Wie sollen die Kleine heißen? Hiro sagt das. Nein. Nein. Weiß es nicht. Sie sagt das. Nein. Ich sag das. Das Biberbaby. Bibermädchenbaby. Lass mich kurz. Luna, komm, wir müssen mal reden. Wie heißt denn dein Kind? Bärbel. Nein, so heißt es nicht. Ja, direkt mal aufs Kind gekackt. Oh, richtig, ey. Oh, ja. Luna, Mann. Das können wir doch auch anders. Du musst dein Leonardo Kind nicht direkt kacken. Auch hinterher. Ah, oh, schön. Hatten wir nicht schon mal Bianca? Bonnie? Och, sie läuft noch hinterher. Wem läuft sie denn ja, hinterher? Mir. Sie sollte einfach ein bisschen wegdauern, damit sie nicht immer ständig von der Kacke überrollt wird. Hörst du nur auf, das Kind zu verprügeln? Die soll doch aussehen wie ihre Mama. Nein. Warum nicht? Weil die auch nach Papa kommt. Jetzt ist er getarnt.
Geht da mal aus der Sonne. Aus der Sonne. Hier scheint nicht mal die Sonne, es regnet. Ja, eben. Das Kind wird ja voll geregnet. Wird voll gemalt, wird verprügelt im Pinsel. Das hat es nicht leicht im neuen Leben, Leute. Ja, jetzt ist mir der Name entfallen. Na? Wir haben jetzt Luna, wir haben Leonardo. Vielleicht irgendwas mit L. Luzi, Schrecken der Straße. Oh, nein. Nein? Hallo, das Kind ist nicht Schrecken der Straße, du bist Schrecken der Straße. Leona. Ein Mix Leona. Aus beiden. Leona ist schön. Leona. Okay. Ich kenne sogar eine Leona. Sehr schön. So. Das gibt's ja nicht. Mir fallen heute Namen ein, ey. Das ist ja irre. Ja, der ganze gleich hier Sturmtoni umbenennen. Sturmtoni, okay. Ich muss hier den Schwanz noch neu bemalen. Oh. Ja, Mensch. Erfolgreich. Auf kleine jeden Zwergen. Fall. Cool. Da bin ich echt mal gespannt, was dann in 3 Stunden passiert. Ja, ich auch. Also das interessiert mich auch voll. So, ich speichere mir jetzt mal hier das Painting von Luna. Mhm. Luna Skin. So nennen wir das mal. Einfach mal so. Ist das jetzt gespeichert? Ein Packer ein. Wo sind denn die ganzen Lüstros? Stehen die alle auf dem Haufen hier? Nee, nicht alle. Also 4 und 2 oder nee. 3 und 2 stehen auf dem Haufen. 2 sind hier. Pet it. Auch süß. Hm? Ja, wir müssen mal hier auf jeden Fall mal umparken alles. Ja, wir müssen mal die Lüstros irgendwie auf einen Haufen stellen, glaube ich. Wir müssen ja generell mal irgendwie umparken und umbauen und hast du nicht gesehen. Ja. Ich hole mal noch ein Lüstro-Weibchen. Schaden tut das nicht. Wer weiß, wie viel man Lüstro-Kübel später noch braucht. Ich habe so viele Rare Flowers hier mit. Von daher. Da geht noch was. Oh Gott! Was denn? Der ist so schnell, Sturmtoni. Hey. Ach Mann, ich wollte ja noch den Sattel schnell bauen. Das mache ich noch, bevor ich ein Lüstro hole. Weil dann können wir nämlich mal mit Sturmtoni tatsächlich einen Ausflug machen. Neben Level geht das, glaube ich. Da muss man ja vor allem hat auch schon ganz gute Lebenspunkte. Er hat schon jo, fast 6000 Lebenspunkte. Ja, eben. Und 26.000 Food, Alter. Brunhilde hatte damals nicht mal so viel. Ja, stimmt. Gefühlt fast alles in Dings reingegangen mit Food. Fiber, Wood und Metal. Ach du Scheiße. Da ist ja das Metall gleich wieder alle. Wir müssen eher noch sammeln gehen hier. Metall und Kristalle und hast du nicht gesehen. Also ist schon gar nicht so unwichtig. So. Ja, you're encumbered. Ich glaub's auch. Was ist denn hier schon wieder so schwer? Alles. So, Kind. Kriegst du ein paar Beeren. Und da kann schon 27 tragen. Ja, super. Kleine. Ach so, muss ich ganz kurz gucken. Baby Leona. Süß. Übrigens, oben in der Bar, da sind in dem einen Schrank, in dem linken Schrank, auch noch so ein paar Sachen drin, ne? So Bierkrüge, Schüsseln, normale Wasserflaschen. Das schadet da ja nicht. Hat auf jeden Fall schon bestimmt. Grundschaden recht viel und ja. Von HP her auch 2880. Ist gar nicht so wenig für die Kleine. Können wir auch züchten. Ja. Ja, das auf jeden Fall. Müssen wir uns nochmal die Stats dann merken. Die Biber-Zuchtstation. Ja. Und die Sachen aus dem Schrank können wir bestimmt gut gebrauchen, wenn das nächste Mal weg ist. Ja, eben. Ah, da ist der Schrank ja auch weg, wa? Wahrscheinlich. Ach, ja, scheiße. Ungünstig, genau. Wobei, dann. Immer bleibt irgendwas anderes stehen, ne? Einfach mal so random. Wir haben mal Glück. Aber die Bar sieht wieder richtig geil aus. Mit Kronleuchtern sieht das nochmal cooler aus. Hatten wir ja vorher nicht, glaube ich. Ne? Nee, wir hatten gar keine Deckenbeleuchtung. Das ist eigentlich ganz geil. Da muss aber noch Brennstoff rein. Oder ist da schon was drin? Naja, also ich habe nichts reingepackt. Ja, dann müssen wir einfach mal im Dunkeln uns auch mal hinsetzen. Hier fehlt aber noch so ein bisschen. Ja, übrigens hier die Kleine. Die hat auch noch keinen Namen. Das Äffchen. Ja, das Mädchen. Mirinda. Lass Mirinda, denn sie will ja. Keine Ahnung. Nein, Mann, ey. Du musst nicht mal deine perversen Gedanken hier frei. Was? Rauslassen. Perverse Gedanken? Nein! Nenn sie Mirinda. Dann nicht Mirinda. Perverse Gedanken hätte ich niemals. Hallo? Was wird mir hier schon wieder unterstellt? Du bist ein einziger perverser Gedanke hier. Ja, wahrscheinlich schon. Ich nenne sie jetzt einfach Mira. Mira? Dieser Mini-Biber. Richtig gut. Oh.
Mira kann jetzt übrigens Frauengespräche mit Pink Fluffy führen. Ja, aber Pink Fluffy ist eigentlich, ist Pink Fluffy wirklich ein Mädchen? Ja, natürlich, legt Eier. Ach so. Und Kakaohaufen. Riesige Kakaohaufen auf die Bar. Einmal zum Drüberwischen. Wir dürfen dann nur niemandem sagen, wer dann auf der Seite sitzt, dass er der Linkse jetzt sein Ding gekackt hat. Ja, und Eier draufgelegt hat. So, ja, hinten, die Bierproduktion ist am Laufen, ne? Also es blubbert hier vor sich hin. Quasi, da können wir dann hier direkt dezent uns hier hinsetzen. Bier direkt von hinten so per Strohhalm oder Schlauch. Per Stroh. Ja, einmal eine Runde Eimer, ne? So den Sangria irgendwo da. Genau, da machen wir hier ein Feuerchen. Hm. Mir fehlt hier noch so. Auf jeden Fall Feierabendbierchen heute trinken. Oh ja. Mir fehlt aber trotzdem noch so ein bisschen Grünzeug. Hier so eine Töpfe hier. Müssten wir noch ein paar mehr hinstellen. Klein und dezent passen die doch irgendwo noch hin, oder nicht? Bestimmt hier hinten irgendwo in der Ecke oder so. Haben wir noch welche? Oder hier zum Beispiel so ein Busch hier ist auch ganz cool, so hier irgendwo in der Ecke. Mit rosa. Einfach ein bisschen mehr grün noch. In die Bar. Jo. Und hier fehlt noch. Ja, weiß nicht. Irgendwie hier draußen vielleicht noch so ein kleines Bäumchen. Ich brauch Holz. Wir haben leider keine. Achso, du baust gerade. Den Sattel. Ich mach den. Achso, den Sattel. Den Sattel. Der ist ein bisschen teurer, der Diplodocus-Sattel. Der kostet nämlich, ja, zu viel. Ach, Mann. Ich habe gesagt, der war teuer. Der ist arschteuer, der ist wirklich bitter, ey. 850 Hide, das ist ja schon das unverschämt. Das ist ganz schön. Naja, Holz? Holz? Haben wir kein Holz mehr? Doch, oder? Doch. Ansonsten mal ganz kurz gucken. Luna kann er jetzt auch wieder loslegen. Da so, kann damit auch wieder sammeln. Ansonsten... Nee, ich weiß gar nicht, ob in einen Werkbank noch was drin ist. Nee, scheiße, warte mal. So, dann gucke ich nochmal schnell nach Sturmtoni. Jetzt, wo die Folge gleich zu Ende ist. Mehr oder weniger. Hier ist auch 9 Holz. Hätten wir doch schon erfolgreich was geschafft. So, für die Zucht was getan, Biberbaby. Ich glaube tatsächlich, dass das Holz nicht reicht. Sturmtoni, wie viel brauchen wir denn, wie viel Holz? Gleich zu viel, also über 600 und Ein Sturmtoni kann tatsächlich jetzt schon Level Up haben. Was kriege ich denn? Ein bisschen Stamina, würde ich sagen. Diplodo, was fehlt denn jetzt? Es fehlen noch... Ach, Mann. Auch wieder nicht geschafft, ein Level zu steigen, ne? Ja, ich bin auch noch nicht durch. 90 Holz fehlen noch. 90 Holz. Wir haben doch noch irgendwo Holz. Ich weiß nicht wo. Ich finde hier nichts. Hier vorne. Was ist denn hier neben dem Kinderzimmer im Schrank? Ach so, warte mal. Da kann noch was drin sein. Ich guck mal. Ja, hier ist noch ein bisschen Holz drin. Bring ich hier vorbei. 90? Ja, ja. Okay, super. Ja, sogar mehr drin. 600 oder so. Ja, geil. Trotzdem muss man echt mal sortieren. Wir müssen hier alles optimieren. Optimieren und sortieren. 200 Erfahrung, noch nicht mal. Oh ja, du kriegst jetzt, wenn du jetzt hier gleich zum Dings kommst, zur Werkbank, dann kriegst du auch noch vom Sattel noch ein bisschen XP. Ja, genau, dann stellen wir uns nochmal alle daneben. Okay, dann komme ich mal schnell runter. Und dann. Wie viel XP brauchst du? 100 noch was. Ja, die kriegst du dann bestimmt. Ja, das reicht auf jeden Fall. Alternativ könntest du einfach schnell einen Floß bauen. Stimmt, Floß bauen, das bringt es auch. Es gibt 100 XP. Brauchen wir denn überhaupt eins? Nee, ne? Nö, aber kriegst 100 XP. Und dann baut man den wieder auseinander. Ja, also, machen wir mal einen Floß? Das bisschen Holz und das bisschen Leder haben wir ja. Brauchst du gerade schon? Nee, ich warte noch. Wo ist Hiro? Ich bin da. Wo denn? Der Kompi hat auch noch keinen Namen. Was ist denn hier los? Brücke. Der Kompi hat auch keinen Namen, ist ja irre. So, alle warten im Schlafzimmer. Die Werkbank im Schlafzimmer soll jeder mal haben. Dann mal gucken, wie viele Erfahrungspunkte das jetzt gibt. Wahrscheinlich 5 oder so. 11. Ja, super. 11. Läuft. Ich habe über 20 bekommen. So. Hiro, bau dir einen Floß. Holz ist hier drin, glaube ich. Da müssen wir was holen. Noch so. Kann man das hier drin bauen? Nee, ne? Du kannst einfach so bauen. Los. Im Inventar. Ach nee, wie heißt denn das? Raft. Raft. Sturmtoni. Kann das sein, dass du einfach ein bisschen mehr Holz brauchst, glaube ich. 250 Holz. Ah, das macht denn, ist nicht genug. Was macht denn Gannikus hier vor der Tür? Ey, da kommst du nicht mal raus. Ja. Wir sind so dilettantisch geparkt. Kommen. Oh, ey, könnt nicht fahren, ey. Ach, hallo. Kleine Maus. So, Mensch, Sturmtoni. Ach komm, ich lasse es einfach. Das kriege ich schon noch irgendwann zusammen hier. Ja, 5 Folgen später
Mensch, ich habe immer noch kein Level Up. Später. Ich gehe jetzt jagen, wir brauchen eh Fleisch, von daher. Korrekt. Oh, geil, ey, wir müssten mit Sturm-Toni los und ihr müsstet das dann schießen, ey. Das wäre schon ganz geil. Ja, wir brauchen erstmal, wenn dann Waffen und außerdem brauchen wir noch ein bisschen mehr, ne, ein bisschen mehr Power. Wir müssen Sturm-Toni jetzt nicht gleich opfern, nur weil du das willst. Ich will das nicht, nein. Natürlich willst du das. Nein, nein. Mal bitte wenn man drauf sitzt, dann sieht das viel geiler aus mit der Farbe. Ich schaukel hier eine Runde. Das ist nämlich echt bequem, auf dem Schwanz hier rumzustehen und rumzuschaukeln. Ja, Anni hat Langeweile. Das ist vor allem echt lustig, dass das geht. Geil, sehr hypnotisierend. Hiro, das musst du auch mal machen. Ein Hoch auf den Kinderspielplatz. Was denn? Das ist echt lustig. Einfach schwingen. Ey, das ist mich runtergeworfen. Ah. Toll, Spielverderber. So, ja, wir sind also durch mit der Folge. Mensch, ein bisschen was geschafft heute. Jo, und lieber Nachwuchs. Oh, ist schön. Ja, wunderhübsch. Die kleine Maus. Kleine Leona. Ja. Leona, sag mal schon mal danke fürs Reinschauen und bis zum nächsten Mal. Achso, ja, übrigens heute Abend, bevor wir es vergessen, heute Abend ist Stream mit Overwatch und dem Hero zusammen. Jo, so sieht's aus. Da wird geballert. Da wird geballert, aber sowas von. 28 Uhr geht's los auf YouTube. Also einschalten, nicht vergessen. Jo, bis denne. Auf Wiedersehen.